Mit der Bildung einer rechtspopulistischen Regierung der Europagegner endet eine 3 Monate währende politische Krise in Italien vorerst. Staatspräsident Sergio Mattarella gab dem parteilosen Juristen Giuseppe Conte gestern Abend erneut den Regierungsauftrag, den dieser erst vergangenen Sonntag zurückgegeben hatte. Die Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega soll an diesem Nachmittag vereidigt werden. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, soll im neuen Kabinett Arbeitsminister werden. Das Innenministerium ist für den Hardliner und Lega-Anführer Matteo Salvini vorgesehen. Und Eurokritiker Pablo Savona soll nun das Europaministerium übernehmen. Er hatte im ersten Anlauf das Finanzressort zugeteilt bekommen. Doch damit war Mattarella nicht einverstanden gewesen, was die Koalition im ersten Anlauf zum Scheitern brachte. Mit dieser neuen Regierung sind Neuwahlen noch in diesem Jahr aller Voraussicht nach vom Tisch.